Jetzt geht es ans Eingemachte und zwar im finanziellen Bereich. Eigentlich wollte ich heute noch gar kein Video machen, aber die Energien sind im Moment so krass, dass ich gedacht habe, ich muss mal eben kurz einen Podcast für euch machen. Und zwar über die Portaltage, die uns diese Woche gerade heimsuchen und die vieles hochbringen, was wir verdrängt haben. Wir befinden uns im Moment in einer sogenannten Nachtwelle. Also alles, was wir verdrängt haben, was im unbewussten Bereich war, das kann jetzt ganz krass aufploppen. Und wir haben das schon gesehen, vor 2-3 Tagen kam der erste Portaltag in dieser Welle, der schon vieles aufgewühlt hat. Und heute haben wir den zweiten Portaltag, der direkt mit dem ersten in Verbindung steht und der nochmal um einiges stärker wird. Und es geht darum, dass wir in der Vergangenheit, im finanziellen Bereich, uns mitunter um bestimmte Dinge nicht gekümmert haben, weil wir nicht wussten, wie, und wir dachten, wir haben keine Ahnung, und dann haben wir es halt gar nicht gemacht oder verdrängt und uns einfach gar nicht drum gekümmert. Und jetzt ist die Zeit, wo das wirklich hochploppt. Heute ist sozusagen nochmal ein Startschuss. Und das kann sich für viele im ersten Moment wirklich unangenehm anfühlen. Aber in dem Moment, wo wir uns mit der göttlichen Kraft verbinden und auch diese Thematik der göttlichen Kraft übergeben, können wir geführt werden, sodass wir sehr viel leichter durch diesen Prozess hindurchgehen. Denn darum geht es, dass wir unsere finanziellen Dinge auch mit der göttlichen Kraft gemeinsam meistern. Und die spezielle Botschaft dieses Tages ist, dass es darum geht zu erkennen, dass wir das Spiel des Systems nicht spielen müssen. Also des Systems, das wir draußen sehen, so wie uns das immer vorgehalten wird, so und so müssen wir es machen und wir machen es so. Und heute wird uns bewusst, dass das nicht der einzige Weg ist. Das System da draußen hat ganz enge Grenzen gesetzt und hat gesagt, guck mal, das Spielfeld, das ist so klein. Und in diesem Spielfeld und nur in diesem Spielfeld kannst du dich bewegen. Und außerhalb gibt es gar kein Spielfeld. Und heute wird uns bewusst, dass dieses kleine abgesteckte Spielfeld nur wie ein kleines Kästchen auf einem Schachbrett ist. Es gibt aber unzählig viele Kästchen, in denen wir spielen können oder mit denen wir spielen können. Wir dürfen uns heute bewusst werden, dass wir hier in einem Feld aller Möglichkeiten spielen. Wir sind die Spieler im Feld aller Möglichkeiten. Wir können das Spiel aktiv mitgestalten. Denn dafür hat uns die göttliche Kraft den freien Willen gegeben. Wir müssen uns nicht in diesem kleinen abgesteckten Spielfeld bewegen, sondern wir können heraustreten, neue Spielfelder entdecken, neue Wege beschreiten. Ja, und das ist die Tagesbotschaft, dass wir den freien Willen, geführt von der göttlichen Kraft, einsetzen können, um im großen, unendlichen Spielfeld alle Möglichkeiten zu spielen. Und wenn wir das Bewusstsein über den freien Willen verbinden mit diesem Feld aller Möglichkeiten, dann erschaffen wir vollkommen neue Lebensweisen. Und diese werden uns jetzt zugänglich gemacht.